Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein und danke herzlich für die freundlichen Worte der Einleitung, lieber Herr Reitemeier. Ökologie und Nachhaltigkeit ist mein Thema. Ich habe Ihnen hier mein Programm aufgeschrieben, was ich mit Ihnen durchgehen möchte. Die Kapitel sind so etwas ungleich lang. Das erste Kapitel ist umfassender, dann kommt ein ganz kurzes, dann kommt wieder ein umfassenderes und dann kommt nochmal ein ganz kurzes. Das kann ich hier dazu sagen. Und ich beginne mit der Natur des Wissenschaftlers als Prozess. Die Natur des Wissenschaftlers, also die wir als Wissenschaftler sehen, und ich fasse das als Prozess auf, als natürliche Dynamik. Es ist zunächst einmal so, wenn wir über Natur sprechen, dann sehen wir sie uns so an. Das ist im Museum Alexander König in Bonn und es ist ganz klar zu sehen, namentlich da an diesem Gepard, der da gerade so eine Gazelle schlägt im Hintergrund rechts. Das ist selbstverständlich eine Momentaufnahme, die Sie hier sehen. Aber wir lernen die einzelnen Tiere und einzelnen Pflanzen kennen, und zwar als Konstanten. Sie sind immer da, quasi. Und mich erinnert diese Darstellung sehr an eine Darstellung des Paradieses von Dominikus Zimmermann aus der Wallfahrtskirche von Steinhausen in Oberschwaben im Landkreis Biberach, wo in einer sehr bekannten Szene Adam und Eva in der Mitte sitzen und rechts sitzen so praktisch in den Fächern der Bäume alle möglichen Tiere drin. Kein Tier frisst das andere, jedes Tier ist da, es ist ja geschaffen, es ist geschöpft praktisch, geschaffen von Gott, dem Vater, und sitzt da nun und kein Tier frisst das andere, es passiert nichts in diesem Paradies. Das ist sehr wichtig. Und so ist aber Natur eigentlich nicht so ist sie nicht veranlagt, und so wie Sie das hier so sehen, als Naturhaushalt, wie also verschiedene Ökologen das mal dargestellt haben, unter anderem auch Heinz Ellenberg hier in Göttingen, haben den Naturhaushalt so dargestellt, als ob also alle Vorgänge in der Natur ineinander übergehen, voneinander abhängig sind und es verändert sich nichts. Und dann ist die Natur im Gleichgewicht. So war die Vorstellung. Es hat sehr wohl seinen Sinn, dass Sie hier nicht alles lesen könnten auf dieser Folie, denn das würde zu weit führen, das würde auch viel zu lange dauern, wenn Sie das hier alles lesen würden. Aber es ist auch gar nicht gedacht daran, dass Sie das alles lesen müssen, sondern wir können den Naturhaushalt auf eine sehr einfache Form bringen. Und die sehen Sie hier. Sie sehen nämlich ein Ökosystem in der Mitte, und Sie sehen ein ganz einfaches Ökosystem, Sie sehen nämlich die pflanzliche Zelle. Sie sehen oben in dem Ökosystem die Chloroplasten als den Ort der Photosynthese, und Sie sehen unten in dem Ökosystem die Mitochondrien als die Orte der Zellatmung. Und es ist so, dass in den Chloroplasten nun die Photosynthese stattfindet, und in der Photosynthese wird aus Kohlenstoffdioxid, CO2 und H2O, Wasser, werden organische Moleküle und Sauerstoff. Und organische Moleküle und der Sauerstoff werden in die Mitochondrien eingespeist und dort wieder zerlegt zu CO2 und H2O. Alles ist schön im Kreislauf, alles können Sie schön in dem Kreislauf hier so ineinander überführen. Und trotzdem muss ich sagen, es ist so eine Schülervorstellung. Ich als Schüler konnte nicht so recht etwas damit anfangen, weil ich mir vorstellte, das soll nun das Leben sein. Erst wird etwas aufgebaut und dann wird es in dem gleichen System wieder zerstört. In der Zelle werden organische Moleküle aufgebaut und dann werden sie gleich wieder zerstört und dann geht das Ganze von vorne los. Was soll der ganze Quatsch eigentlich? Ja, das habe ich lange nicht begriffen, und ich glaube, dass es eine weit verbreitete Vorstellung ist, dass man das nicht begreift, was hier eigentlich wirklich sich abspielt. Man muss aber etwas dazu sagen, und das sieht man auf einer solchen einfachen Abbildung sehr, sehr gut. Es strahlt nämlich Lichtenergie auf dieses Ökosystem ein. Sie sehen ganz oben die Sonne und die Lichtenergie, die auf dieses Ökosystem trifft. Sie brauchen das Licht nämlich, damit die Photosynthese stattfinden kann. Und bei der Atmung wird schließlich ein Blitz freigesetzt unten. Da steht ATP, das ist Adenosintriphosphat, wie wir das nennen. Und da wird Energie auf alle anderen Teile der Pflanze oder des Organismus oder des Systems übertragen. Und schließlich kommt bei dem Ganzen Wärmeenergie heraus. Es ist also mit diesem Kreislauf, den ich Ihnen gerade dargestellt habe, die irreversible, also unumkehrbare Umwandlung von Lichtenergie in Wärmeenergie, die es damit verknüpft.
Und so wie das hier dargestellt ist, findet das Ganze auch gar nicht statt. Denn einige von diesen organischen Molekülen werden nämlich gespeichert. Wenn Sie das ganze Ökosystem als einen Baum auffassen, dann wird nicht gleich alles wieder abgebaut, sondern der Baum wird jedes Jahr um einen Jahresring dicker. Und wenn dieser Baum anschließend in ein Moor fällt und unter Luftabschluss gerät, dann können die organischen Moleküle da drin auch über Millionen von Jahren gespeichert werden. Und es kann beispielsweise Kohle daraus werden, erst Braunkohle und dann Steinkohle. Und bis jemand anderes kommt und das Ganze wieder abbaut in einem Bergwerk, bleibt das erst einmal in diesem Speicher liegen. Und in der gleichen Zeit wird Sauerstoff freigesetzt an die Atmosphäre. Und es gibt erst seit der Zeit, in der Photosynthese stattfindet, in der Atmosphäre überhaupt Sauerstoff. Und das ist immerhin doch eine ganze Menge an Sauerstoff, was man da finden kann. Nämlich immerhin 21% der erdnahen Atmosphäre sind Sauerstoff. 78% sind Stickstoff, 21% sind Sauerstoff. Und das ist alles durch die Photosynthese entstanden. Also hat sich eine ganze Menge verändert durch das Leben. Und diese Veränderungen können wir sichtbar machen. Beispielsweise, wenn wir uns einen See angucken und in diesem See wachsen eine ganze Menge an Pflanzen, die sterben im Herbst ab, sinken auf den Grund des Sees, sodass der See immer flacher wird und verlandet allmählich. Und wenn dieser See verlandet ist, dann ist das eine ziemliche Katastrophe für die Fische und die Wassertiere, die in diesem See leben. Diese biologische Vielfalt dieser Fische und auch die Eigenart dieser Landschaft, dieses Teiches, ist nämlich möglicherweise gar nicht gesichert. Und nicht nur möglicherweise, das ist überhaupt nicht gesichert. Denn jeder See verlandet irgendwo und er verändert sich. Und dann können die Tiere und Pflanzen, die bisher in dem See gelebt haben, dort nicht mehr leben. Und daran zeigt sich, dass die Natur nicht nachhaltig ist. Sehen Sie hier links oben, die Natur allein ist nicht nachhaltig. Sie verändert sich, es wachsen Pflanzen und Tiere, es entstehen neue Pflanzen- und Tierarten, es sterben andere Pflanzen- und Tierarten aus. Wir haben es also immer wieder mit anderen Strukturen in der Natur zu tun. Und das können wir auch sehr gut sehen an dem, was Herr Reitemeier ja gerade auch erwähnt hat, an der Pollenanalyse. Dabei geht es um Folgendes, dass auf der linken Seite eine Landschaft untersucht wurde und diese Landschaft hat vier Erscheinungsbilder. Ganz unten, Beginn der Nacheiszeit, 8000 vor Christi Geburt, dann 3000 vor Christi Geburt, dann sind wir beim Neolithikum, auch das kommt hier vor, also tut mir leid, das ist die Jungsteinzeit, 3000 vor Christi Geburt, dann das frühe Mittelalter, 800 nach Christus und dann sehen wir die Landschaft von heute. Die Landschaft sieht unterschiedlich aus, das Ganze ist aber nicht dokumentiert worden, denn es war niemand dabei, der das nun genau aufschreiben konnte und genau zeichnen konnte, wie diese Landschaft zu diesen vier Zuständen aussah. Es ist aber rechts in der Landschaft zu sehen, dass dort auch noch ein Moor ist und dieses Moor wächst im Lauf der Zeit in die Höhe, weil organische Substanz unter Luftabschluss nicht zersetzt werden kann. Es wird also dieses Moor immer mächtiger, aus einem Niedermoor wird ein Hochmoor, es wölbt sich in die Höhe und man kann es heute abbauen. Das ist gegen die Nachhaltigkeit natürlich, gegen die Bewahrung von organischer Substanz. Aber während dieses Moor in die Höhe gewachsen ist, wurden immer wieder Pollenkörner aus der Umgebung, aus der Landschaft in diesem Moor eingelagert. Und man kann heute, in dem obersten Bild ist das auch zu sehen, eine Bohrung machen, die ganzen Schichten entnehmen, alle 10 cm die Pollenkörner bestimmen und auszählen. Die sind wunderbar erhalten geblieben über die vielen, vielen Jahrtausende. Man kann sie sehr gut erkennen und dann werden die Prozentanteile ausgerechnet und das gibt ein Pollendiagramm. Und das sehen Sie in vereinfachter Form auf der rechten Seite. Sie können hier sehen, dass an der Basis dieses Pollendiagramms ganz unten, da ist sehr viel Pollen von der Kiefer abgelagert worden. Und das sehen Sie hier in den unteren Schichten und man kann danach rekonstruieren, dass es einen Kiefernwald mit etwas Birke gegeben hat vor etwa 10.000 Jahren. Vor etwa 5.000 Jahren, 3.000 vor Christi Geburt, als das Neolithikum oder die Jungsteinzeit herrschte, war es vor allem Eichenpollen, der abgelagert wurde. Aber man fand auch einzelne Pollenkörner von Getreide und das heißt, dass bereits Ackerbau betrieben wurde.
In dem dritten Bild war nun vor allem auch Pollen von der Buche enthalten und da ist nun daraus zu rekonstruieren, dass Buchenwälder sich ausgebreitet haben. Außerdem ist etwas mehr Getreidepollen da. Es nimmt also der Getreidepollen nachher zu. Das ist also auf der rechten Seite die Spalte ganz rechts. Und da kommt es auch noch zu einer weiteren Zunahme in der jüngsten Zeit und dann nimmt auch die Kiefer wieder an Bedeutung zu. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man aufgeforstet hat, dass sich auch die Kiefer auf den trocken gefallenen Moorschichten ausgebreitet hat. Man kann damit eine ganze Menge an Geschichte so machen. Das ist also sehr interessant als eine Quelle, wo also ein Naturwissenschaftler historische Studien damit machen kann. Das ist eine ganz andere Quelle als schriftliche Quellen, aber man kann diesem Pollendiagramm sehr viel entnehmen. Das ist aber eigentlich gar nicht das Entscheidende an dem Pollendiagramm, sondern wenn Sie das hier rechts ansehen, dann sehen Sie, dass nichts in den letzten 10.000 Jahren konstant geblieben ist. Auch wenn Sie das die einzelne Beschriftung hier nicht lesen können, Sie sehen, dass der eine Pollentyp an Bedeutung zugenommen hat, wieder abgenommen hat. Es bleibt nichts konstant. Es ist ein ständiger Wandel in diesem Pollendiagramm drin. Was haben die Menschen gemacht, die das untersucht haben? Sie haben erst nach Ursachen dafür gesucht. Das musste also der Klimawandel sein, der dahinter steckt. Aber so einfach ist die Sache alles nicht. Erstmal muss hier wirklich gelten, in einem Pollendiagramm ist dokumentiert, wie Natur sich im Laufe der Jahrtausende wandelt. Und es ist nichts konstant geblieben. Es ist auch nichts konstant geblieben in dem Stammbaum der Organismen. Es sind ständig neue Organismen entstanden. Sie sehen so diesen Stammbaum, wie er immer breiter wird im Laufe der Zeit. Es sind einzelne Tiere- und Pflanzenarten ausgestorben und andere Tier- und Pflanzenarten sind neu entstanden. Und im Allgemeinen hat die Zahl der Tier- und Pflanzenarten im Laufe der Zeit immer zugenommen. Also die Natur des Wissenschaftlers verändert sich immer. Es gibt eine natürliche Dynamik, von der müssen wir erst einmal sprechen. Wir können natürlich bestimmte Pflanzen- und Tierarten nur so fassen, dass wir sie so beschreiben, als ob sie Konstanten wären. Das können wir nicht anders tun, aber wir müssen wissen, es steckt eine Veränderung da drin. Ein ganz kurzes Kapitel soll uns jetzt sagen, dass Natur ja nicht eindeutig ist. Das ist kein eindeutiger Begriff. Sie können natürlich im Wörterbuch der Philosophie nachsehen und da sehen Sie über Natur, ich weiß nicht wie viel, zig Seiten. Und es kommt mir aber jetzt nur auf zwei Naturbegriffe an. Also einmal den, der sich immer wieder verändert hat und dann den anderen Begriff Natur als ästhetische Kategorie, den wir natürlich auch sehen. Und das mache ich Ihnen am besten klar mit diesem Bild hier von Johann Christian Dahl, das heißt Lyse Kloster. Es soll zeigen, es ist 1827 gemalt und 1827 soll damit gezeigt werden, Norwegen hat eine schöne Landschaft, es hat auch eine arkadische Landschaft, wo ein Hirte in der Mitte sitzt auf einem Felsen und seine Tiere hütet. Das soll damit gesagt werden. Und jetzt ist die große Frage, was ist hier eigentlich dargestellt? Man sieht sowohl Natur, die sich verändert, das ist der Wald, das sind die Wolken, das ist das Meer, das ist das Gras, das hier wächst, das sind auch die Tiere, die ja lebendig sind. Aber wir sehen auch Gestaltung im Sinne von Kultur. Wir sehen auch, dass hier eine Siedlung entstanden ist. Wir sehen, dass Wald gerodet wurde. Wir sehen, dass diese Tiere in den Wald geführt werden, den Wald abfressen, die Bäume kahl fressen. Alles das können wir hier sehen und das ist alles von menschlicher Kultur nun abhängig. Wir sehen also, wenn Sie so wollen, eine Kulturlandschaft, aber in dieser Kulturlandschaft gibt es auch eine Naturlandschaft. Also wir können gar nicht klar trennen zwischen einer Naturlandschaft und einer Kulturlandschaft. Wir können nicht genau sagen, was ist hier Kultur und was ist Natur. Und deswegen kann man sich auch einfach darauf einigen, dass man sagt, hier sehen wir einfach eine Landschaft. Und diese Landschaft ist immer von Natur und von Kultur geprägt. Es kommt nämlich noch eines dazu. Es ist nämlich noch ein kulturelles Element in dieser Landschaft zusätzlich drin. Es gibt nämlich auch noch eine Idee in dieser Landschaft und die ist ganz besonders wichtig, sodass ich sie gleich am Anfang erwähnt habe. Es soll gezeigt werden, Norwegen ist eine Idylle, ist Arkadien und Arkadien, das ist Natur. Und die Natur, die ich hier als Idee in Anführungszeichen gesetzt habe, die hat nichts mit der Natur des Naturwissenschaftlers zu tun. Denn die Natur des Naturwissenschaftlers verändert sich. Aber wir gehen in eine Landschaft und wollen dort Natur sehen. Und das will der Maler auch sehen. Der sieht die Natur und er malt diese Natur auf seine Leinwand. Er
malt praktisch eine Idee auf seine Leinwand. Es gibt dazu den Ausspruch von Johann Jakob Sulzer, dass Natur im Kopf entsteht. Das ist also eine typische Idee des 18. Jahrhunderts, dass Landschaft im Kopf entsteht. Und Landschaft im Kopf, das ist also eine Vorstellung, das ist eine Idee. Und die Landschaft ist deswegen immer von Kultur geprägt, denn sie wird immer vom Menschen gesehen. Sie kann erst dann existieren, wenn sie vom Menschen gesehen wird. Und deswegen ist jede Landschaft sowieso Kultur. Wir haben also immer Natur und Kultur und Idee zusammen und das Ganze gibt immer eine Idee von Natur, das ist Landschaft. Sie sehen, Sie dürfen jetzt das Bild noch einmal ganz entspannt ansehen, ohne meine entsetzliche Beschriftung. Eigentlich darf man das ja gar nicht tun, dass man so ein schönes Bild beschriftet, aber es ist ja wichtig, um auf seine Bedeutung hinzuweisen und man kann das mit ganz vielen Bildern machen. Ich habe das eben sehr gerne immer mit diesem Bild gemacht, weil ich es gerade mal so auf dem Rechner hatte. Ja, wir können aber etwas anderes sehen, was sich im Lauf der Zeit auch noch verändert hat. Es tritt der Mensch seit Jahrtausenden mit der Landschaft in einen Kontakt. Er prägt sie seit vielen Jahrtausenden, er nutzt sie, er führt ein bestimmtes Landnutzungssystem in diese Landschaft ein und es gibt eine ganze Reihe von diesen Landnutzungssystemen und es gibt eine jeweilige Verbesserung. Und die Verbesserung des Landnutzungssystems, die könnte ich mir vorstellen, ist immer mit dem Begriff Nachhaltigkeit irgendwie verbrämt worden, ohne dass man den Begriff Nachhaltigkeit in früher Zeit dafür verwendet hat. Das ist ja auch ein Begriff aus dem 18. Jahrhundert, der dort das erste Mal auftaucht. Und, aber es gibt andere Landnutzungssysteme, die von einem System in das andere überführt werden. Und man kann diese Landnutzungssysteme jetzt im Einzelnen betrachten. Es ist also diese Kultur, dieser menschliche Einfluss, der sich je nach dem vorherrschenden Landnutzungssystem sehr unterschiedlich auf die Umwelt auswirkt. Je nachdem, ob der Mensch als Jäger und Sammler in der Landschaft lebt oder ob er sie auf Zeit bewirtschaftet oder ob er sie auf Dauer bewirtschaftet oder ob er Landreformen durchführt, ob er das Ganze intensiviert. Und wir können uns dann fragen, brauchen wir eigentlich heute ein neues Landnutzungssystem? Das wäre jetzt doch die aktuelle Frage, die dann am Schluss kommt. Also als Jäger und Sammler hat der Mensch zunächst einmal gelebt. Es gibt diese Out-of-Africa-Hypothese mit dem modernen Menschen, dass er ungefähr um 150.000 Jahren vor heute oder vor 150.000 Jahren, besser gesagt, in Afrika entstanden ist, in einem tropischen Ökosystem, im tropischen Regenwald. Und in den Tropen, da ist wirklich das Paradies. Dort gibt es nämlich keine Jahreszeiten. Es gibt keine saisonale Entwicklung der Vegetation. Es ist Nahrung für den Menschen stets verfügbar. Und als Nahrung können Pflanzen in Frage kommen, aber nur dann, wenn sie wenig Zellulose enthalten. Wenn es also Früchte gibt, wenn es Knospen gibt, wenn es Speicherorgane gibt, das kommt für den Menschen als Nahrung in Frage, anderes nicht. Er kann keine Blätter essen, ich hätte beinahe gesagt fressen, nicht, aber das geht nicht, weil wir keine Wiederkäuer sind und wir können auf die Art und Weise keine Zellulose zerlegen und Holz kann man natürlich auch nicht essen. Aber in den Tropen wächst also das ganze Jahr über wachsen Früchte heran. Man kennt das ja auch als Phänomen in den Tropen, dass man Blüten und Früchte an der gleichen Pflanze zur gleichen Zeit sieht. Also man kann sich hier sehr gut ernähren. In der letzten Eiszeit hat sich ein anderes Ökosystem auch angeboten für den Menschen, wo man sich ständig ernähren konnte, wo man nämlich ständig jagen konnte. Das kann man in den Tropen natürlich auch, kann man auch ständig jagen, aber es leben dort auch Tiere, die sich das ganze Jahr über von den Früchten dort ernähren können, auf die kann man Jagd machen. Und in der letzten Eiszeit gab es auch in anderen Regionen der Erde stets Nahrung, nämlich Jagdbeute. Und in der letzten Eiszeit ist der moderne Mensch aus den Tropen ausgewandert. Vor etwa 100.000 Jahren war er im Nahen Osten angekommen, vor 40.000 Jahren in Europa,
vor 70.000 Jahren in Ostasien. Von dort ist er durch die Tropen wieder durch nach Australien gekommen. Dort ist er seit 50.000 Jahren nachweisbar. Und er ist über die Beringstraße auch nach Amerika gekommen. Denn in der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel etwa 120 bis 130 Meter niedriger als heute. Das führte dazu, dass man über die Beringstraße drüber wandern konnte. Und der Mensch hat sich dort vor 15.000 Jahren und vor 12.000 Jahren erst vor ziemlich kurzer Zeit breit gemacht. Und diese Menschen sind alle sehr dicht miteinander verwandt. Es gibt immer wieder mal andere Hypothesen, die sagen, es sei also jemand schon von Australien rübergekommen nach Südamerika schon sehr früh. Da kann man ja alle Woche was Neues darüber in der Zeitung lesen. Aber so ungefähr muss man sich die Ausbreitung des Menschen vorstellen. Und man muss vor allem die ganze Ausbreitung des Menschen auch so begründen, indem man sagt, es muss ja Nahrung zur Verfügung stehen und in diesen Ökosystemen, die ich hier anzeige, gibt es Nahrung. Man kann nämlich in einer solchen Landschaft, die in der Nähe des Gletschers liegt, kann man das ganze Jahr über jagen. Dort leben eine ganze Menge Rentiere, die Gras fressen und die auch von Weitem zu sehen sind, und die Menschen können auf diese Tiere Jagd machen. Sie sind nicht sehr nachhaltig mit diesen Tieren umgegangen. Sie haben ja immer wieder neu jagen können und sie haben dann die Hälfte des Fleisches auch liegen gelassen. Das lässt sich bei Ausgrabungen auch nachweisen. Man sieht das dann an Nagespuren von Wölfen beispielsweise, die an den Knochen dann auch noch genagt haben, wenn die Menschen sich dann wieder zurückgezogen haben. Denn nach einigen Tagen oder nach einigen Wochen war das Fleisch verdorben. Das macht dem Wolf nicht so furchtbar viel aus, aber dem Menschen macht es dann schon etwas aus. Man konnte diese Nahrung ja auch nicht konservieren. Aber die wahre Katastrophe trat dann vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren ein, als das Klima sich verbesserte und Bäume sich ausbreiteten. Jetzt gab es die Nahrung für die Rentiere nicht mehr oder nur noch sehr viel weniger Nahrung für diese Rentiere, und vor allem hatten sich die Bedingungen der Jagd vollständig verändert. Man kann das nachweisen in archäologischen Kontexten, dass jetzt ganz andere Werkzeuge auftreten. Die Menschen hatten sehr viel kleinere Werkzeuge benutzt und sie haben sich vor allem an Gewässer zurückgezogen und an den Gewässern Jagd gemacht auf Fisch und auf Geflügel. Aber mit den Großtieren war es hier vorbei. Und in der Zeit hat sich etwas herausgestellt bei den Menschen, dass sie etwas ganz Besonderes tun können. Sie sehen hier ein Diagramm. Sie sehen, dass die Bevölkerungsgröße gegen die Zeit aufgetragen ist. Also Sie sehen von links nach rechts die Zeitachse und Sie sehen von unten nach oben die Bevölkerungsachse. Und ich habe hier eine Abbildung verwendet und umgezeichnet, sehr schematisch umgezeichnet, die einmal von dem Bevölkerungswissenschaftler Dewey in den frühen 60er Jahren aufgezeichnet worden ist, und zwar als eine logarithmische Achse. Und man sieht hier, dass links unten die Jagd selbstverständlich dazu geführt hat, dass die Anzahl der Menschen auf der Erde zugenommen hat. Und die Menschen sind dann an Grenzen des Wachstums gestoßen. Und durch eine Innovation, in dem Fall Ackerbau und Viehhaltung, haben sie diese Wachstumsgrenze durch eine Innovation überwunden. Es kam zu einem erneuten Bevölkerungswachstum. Es kam dann zu einer selbstverständlich neuen Wachstumsgrenze, a limit to growth, wie das bei Dennis Meadows genannt wird, und man konnte dann auswandern und weitere Gebiete besiedeln. Dann gab es die nächste Grenze. Dann hat man das Siedlungswesen umgestellt und hat ortsfeste Siedlungen angelegt, hat die Siedlungen nicht, wie man das früher getan hat, verlagert. Man stieß wieder an eine Bevölkerungsgrenze. Dann hat man das durch Landreformen überwunden und hat wieder eine Wachstumsgrenze erreicht. Und dann geht das weiter durch eine Intensivierung. Und dann kommt das große Fragezeichen: Wo führt das Ganze eigentlich hin? Ich werde mich mit dieser Abbildung jetzt eine ganze Weile hier auch auseinandersetzen. Und wir sehen das an dem Pollendiagramm. Es ist hier die Zeit, in der sich Natur allein gestört durch Jäger und Sammler hat entwickeln können. Die ist hier als Natur schon einmal abgezeichnet. Und da hat man eben eine Ausbreitung von Kiefer und Birke erst gehabt. Kiefer und Birke verschwanden und stattdessen hat sich die Eiche ausgebreitet. Nun hat man die Wachstumsgrenzen durchbrochen. Die Menschen haben Ackerbau betrieben und Viehhaltung. Das bedeutete, dass sie Pflanzen
angebaut haben, Tiere gehalten haben. Und wenn man Pflanzen anbaut, namentlich Getreide anbaut, dann hat man einen ganz großen Vorteil. Man kann nämlich in einer bestimmten Jahreszeit, also außerhalb der Tropen spielt sich das ja vor allem ab, zu einer bestimmten Jahreszeit kann man das Getreide wachsen lassen. Und dann hat man ein bisschen eine trockene Phase, in der kann man ernten und kriegt dieses Getreide trocken geerntet. Und dann kann man dieses Getreide ein ganzes Jahr lang aufbewahren und kann auf die Art und Weise tägliches Brot haben. Dieses tägliche Brot entnimmt man beispielsweise einer Erdgrube. Das zeigt sich, dass man tatsächlich so eine Erdgrube anlegen kann und füllen kann mit Getreide. Und dann ist das ein ganzes Jahr lang verfügbar. Man kriegt das frei von Sauerstoff und dann können die ganzen Schädlinge da nicht mehr eindringen. Das ist die wesentliche Innovation. Man muss sich dann aber ansiedeln, man muss nämlich im Sommer auf die Getreidefelder aufpassen und muss sie vor anderen Menschen und vor Tieren schützen und man muss im Winter den Vorrat schützen. Man ist also immer an entweder das Getreidefeld oder den Vorrat gebunden. Man muss also an Ort und Stelle bleiben. Man bewirtschaftet also ein bestimmtes Stück Land und in früher Zeit ist das nur auf Zeit geschehen. Man weiß, dass das also nur für einige Jahrzehnte gedauert hat. Dann hat man die Bewirtschaftung an einen anderen Ort verlegt. Also die Menschen sind in einen solchen Wald gekommen. Diesen Wald haben sie gerodet. Sie brauchten das Holz unbedingt, um damit Häuser zu bauen. Und sie brauchten das Holz natürlich auch als Brennholz und zum Kochen und als Werkholz. Holz war ein universaler Werkstoff über Jahrtausende und man konnte dann das Getreide anbauen. Das Getreide stammt eigentlich aus dem roten Bereich im Nahen Osten. Es ist dann aber übertragen worden durch die Besiedlung neuer Räume bis nach Mitteleuropa. Dort entwickelte sich das größte Gebiet mit Getreidebau schon im Neolithikum, schon in der Jungsteinzeit im 6. und 5. Jahrtausend vor Christi Geburt. Und weil man dort diese Flächen freigerodet hatte, deswegen konnte man auf diesen Flächen Getreide anbauen, möglichst mehrere verschiedene Arten. Der Emmer im Vordergrund wird schon reif, Einkorn im Hintergrund ist noch nicht ganz reif. So hat sich der Erntezeitraum so etwas in die Länge gezogen. Jetzt haben die Menschen etwas Merkwürdiges gemacht. Sie haben links erst einmal den Wald gehabt, sie haben gerodet, um Getreide anzubauen. Und seltsamerweise, was wir heute nicht verstehen können, warum sie das gemacht haben, haben sie die Siedlungsräume wieder aufgegeben. Sie haben das wieder verlassen, kann sein, dass ihnen das Holz ausging, man weiß es nicht, keine Ahnung. Und rechts unten setzt wieder der natürliche Einfluss alleine ein. Es kommt also dazu, dass sich über eine sogenannte Sekundärsukzession ein Wald wieder ausbreitet. Und es ist die sehr interessante Frage, das ist allgemein interessant, und das wäre ja auch mit Nachhaltigkeit verbunden, dass sich dann genau der gleiche Wald wieder einstellt, nach einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wenn die Menschen das Gebiet wieder verlassen haben. Wir können unsere Pollendiagramme befragen und sehen, was passierte. Wir haben Indizien dafür, dass es tatsächlich zu so einer Sekundärsukzession kam. Die Häuser waren abgeräumt, es wurden die Felder nicht mehr bewirtschaftet. Es kamen nun Baumarten allmählich wieder hoch, zuerst natürlich Birken und Kiefern, dann auch Eichen und dann vielleicht auch noch weitere Baumarten. Wir sehen das hier nochmal von oben nach unten, müssen Sie das lesen, dass man erst das Getreide angebaut hat, dann den Getreidebau aufgegeben hat und hier ist mal dargestellt worden, was dann so im Einzelnen passiert. Es kommt also tatsächlich zur Neubildung eines Waldes und was sehr entscheidend ist dabei, ist, dass neue Pflanzenarten sich und neue Tierarten sich sehr viel besser in diese Sekundärsukzession einfügen können. Und es ist eine Pflanzenart, die sich bei uns in dieser Zeit besonders ausgebreitet hat, und dieses Bild ist hier südlich von Göttingen aufgenommen, das ist die Buche. Die Buche hat sich damals ausgebreitet. Die Ausbreitung der Buche nach Mitteleuropa dauert etwa 5000 Jahre. Sie ist nicht an ein klimatisches Ereignis gebunden, sondern es stellt sich heraus, immer dann, wenn Siedlungen aufgegeben wurden, dann hat sich die Buche ausgebreitet. Als keine Siedlungen mehr aufgegeben wurden, hat sich die Buche nicht mehr ausgebreitet. Das kann man auch sagen. Also man kriegt das beides hin. Also wir haben hier die zweite Phase mit Ackerbau und verlagerten Siedlungen. Wir sehen, dass zunächst einmal
die Eiche hier noch große Bedeutung hatte. Dann sehen wir an der rechten Spalte, dass gelegentlich Getreide angebaut wurde. Wir sehen aber auch, dass der Anteil der Eiche nach oben hin wieder abnimmt und dass sich stattdessen in der Kurve daneben, das ist also die zweite Kurve von links, die Buche ausgebreitet hat. Ganz allmählich, es dauert lange, die Buche breitet sich aus. Und dann haben die Menschen das Landnutzungssystem von dieser zeitlich befristeten Lösung auf eine Dauerlösung umgestellt. Und wir haben eine Umstellung in diesem System. Das, was früher gemacht wurde, wurde plötzlich altertümlich. Das mache ich dadurch deutlich, dass es jetzt nur noch mit einer Strichlinie bezeichnet ist und es kommt stattdessen die ortsfeste Siedlung auf. Man kann nur ortsfest siedeln oder man kann nur die Siedlung verlagern. Es ist also etwas Neues, was hier passiert ist. Diese beiden Systeme sind nicht miteinander kompatibel und das zeigt sich besonders gut am Limes, der vor 2000 Jahren Mitteleuropa durchzogen hat. Wir sehen nämlich den Limes nicht nur als die Grenze des römischen Herrschaftsbereiches, sondern wir haben den Limes als eine Grenze zwischen dauerhaften zivilisierten Ackerbau und keinem dauerhaften Ackerbau, den man von außen für wild gehalten hat. Und wenn man sich die römische Literatur darauf ansieht, dann wird dort immer alles, was da außerhalb lebte, die Germanen, also die einen bestimmten Speer trugen, die nannte man Germanen, die werden als eher wild bezeichnet. Die haben keine Zivilisation, die haben keine Schrift, die wandern, nicht? Ich meine, gibt es auch welche, die machen die ionische Wanderung und Ionen heißt ja eigentlich wanderndes Teilchen, also ist das Wandervolk. Also es ist etwas, es stoßen hier zwei Kulturen grundsätzlich aufeinander. Das führte aber dazu, dass es doch durch einen Akkulturationsprozess dazu gekommen ist, dass Siedlungen ortsfest geblieben sind. Sie sind nicht mehr verlagert worden und Sie können das ja auch sehen in den ganzen Urkunden. Hildesheim war nun 1200 Jahre alt und alle anderen Orte haben so ein Alter, im Mittelalter werden die Siedlungen im Allgemeinen nicht mehr verlagert. Obwohl es Wüstungen gibt, aber das sind ganz wenige Orte, die meisten Orte bleiben ortsfest. Und sie sind immer nach einem bestimmten Muster gebaut. Sie liegen zwischen Acker und Grünland. Es ist eine Kirche da und man kann das Ackerland und das Grünland von dem Dorf aus hervorragend erreichen. Das Land wird eingeteilt mit langen Streifenfluren, und die Äcker bekommen eine gewölbte Struktur, weil man immer nach innen hineingepflügt hat bei diesen Äckern. Das spielt nachher noch eine Rolle, deswegen erwähne ich das. Und man hat aber das Vieh in den Wald getrieben und das Vieh hat dem Wald nicht sehr gut getan. Es hat nämlich die unteren Äste von den Bäumen abgefressen und sich an den Stämmen gescheuert. Alles das kann man hier sehen. Und man sieht, bis wohin so ein Rind mit seinem Maul reicht. Dort sind nämlich keine Blätter mehr da und man sieht, dass verschiedene Bäume gar nicht mehr in die Höhe gekommen sind. Und die Bäume, die in die Höhe gekommen sind, die sind sehr breit ausladend, die laden sehr breit aus. Man sieht, dass das Ganze natürlich zu einer Übernutzung der Landschaft geführt hat. Ein sehr interessantes Bild aus dem Schloss in Trient, aus der Frührenaissance, auf dem Sie sehen, sein Monatsbild mit einer entsetzlichen Vision. Sie sehen, dass Holz gemacht wird. Es wird in die Stadt sehr viel Holz hineintransportiert. Es wird der letzte Baum gefällt und es ist erst Februar und es liegt Schnee. Und wie soll das Ganze weitergehen? Und das Günstige ist, dass an dieser Stadt ein Fluss vorbeiführt, auf dem man vielleicht noch Holz in die Stadt hineintriften kann, wie das beispielsweise in Göttingen oder auch in Hannover der Fall gewesen ist. Dort haben wir immerhin die Leine, die hat uns aus dieser Holznot geholfen. Und das Land wurde immer weiter entblößt. Der ungetreue Hirte rennt davon. Und was sehr interessant ist auf diesem Bild, ist nicht nur diese zentrale Aussage, sondern dass Peter Bröchel oder jemand aus seiner Schule, der dieses Bild gemalt hat, eine Straße erfasst hat und gesehen hat, wie eine mittelalterliche Straße ausgesehen hat. Denn jedes Mal, wenn eine Spur durchweicht war, ist der Fuhrmann daneben gefahren und hat eine neue Spur angelegt. Mittelalterliche Straßen waren einige hundert Meter breit werden und natürlich war eine Nutzung völlig ausgeschlossen, wenn einmal im Jahr auch nur so ein großer Frachtwagen über
so ein Stück Acker oder ein Stück Viehweide drüber gefahren war. Wir sehen den Einfluss der ortsfesten Siedlungen auf dieses Pollendiagramm. Wir sehen, dass der Anteil der Eiche weiter abgenommen hat, dass der Anteil der Buche noch eine Weile zugenommen hat, dann aber auch abnimmt und dass der Anteil des Getreides nicht mehr unterbrochen ist, sondern kontinuierlich zunimmt. Das hängt also alles miteinander zusammen. Wir können immer wieder diese Systeme hier zusammenfassen. Man hat gesehen, so kann es nicht weitergehen. Und das ist ziemlich bald nach der Reformation passiert, sondern man hat dann diese ortsfesten Siedlungen zwar behalten, aber man hat das Ganze überführt in ein System der Landreformen und anschließend der Industrialisierung, aber die Landreformen, die sind erstmal das ganz Entscheidende. Und ich meine immer so, das Erste an Landreformen kann man an diesem Bild aus der Reformationszeit sehen, den Weinberg des Herrn aus der Stadtkirche in Wittenberg. Dort sieht man diesen Weinberg des Herrn, es geht um ein Gleichnis, um das brauchen wir uns ja gar nicht zu kümmern, aber es ist auf diesem Weinberg des Herrn ein zweigeteilter Berg zu sehen. Und links wird dieser Wald so bewirtschaftet, wie man das immer gemacht hat. Im Hintergrund wird der Zaun abgerissen und man verfeuert das Zaunholz und es wird alles verwüstet. Und dann gibt es einen zentralen Weg in der Mitte und dann sieht man auf der rechten Seite, dort sind die ganzen Reformatoren tätig. Und die pflegen den Weinberg und die bessern den Zaun aus, alles ist gepflegt. Und man kann da etwas drin sehen, man hat sich nämlich da wirklich Gedanken gemacht, ein System aufzubauen, bei dem Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielen kann. Man sorgt nämlich dafür, dass der Weinberg erhalten bleibt und ganz im Sinne von Gro Harlem Brundtland gesagt wird, man sorgt dafür, dass die nächste Generation auch noch Wein hat. Und das tun die Reformatoren. Das ist eine zentrale Aussage dieses Bildes von 1569. Es mag ein bisschen gewagt sein, eine Verbindung von Reformation und Reformzeitalter zu ziehen, aber man kann das auch daran sehen, dass sich Luther sehr verdient gemacht hat um eine bestimmte Literaturgattung, das ist nämlich die Hausväterliteratur, in der empfohlen wird, wie lebt man besser mit effizienteren Öfen und wie nutzt man sein Holz besser, alles das ist in dieser Hausväterliteratur besprochen und sie geht auf Martin Luther zurück. Schließlich kann man dann dieses hier sehen, ich habe Ihnen dieses Bild schon gezeigt, also diese Paradiesesdarstellung aus Steinhausen, wo zwar die Tiere alle drin sehr gut ihren Platz haben, die Bäume aber sehr kümmerlich aussehen. Und das liegt daran, dass der Maler wusste, wie ein Wald aussieht, in dem auch Tiere leben. Dort sind nämlich die unteren Äste vom Laub befreit, das ist alles abgefressen. Es gibt dort Bodenerosion, es kann also der Bach sich sehr weit in den Untergrund eintiefen und im Grunde genommen ist hier gar kein Paradies zu sehen, sondern es ist eigentlich eine übernutzte Landschaft zu sehen. Und dieses Bild ist im Rücken der Kirchenbesucher zu sehen und wenn die Kirchenbesucher sich nun nach Osten zuwenden, dem Altar und da an die Decke blicken, dann sehen sie dort einen ganz anderen Garten und darunter steht in goldenen Lettern Hortus Conclusus. Das ist also der Garten, in den wir alle eingehen. In diesem Garten ist alles zivilisiert, die Blumen wachsen alle hinter einem Zaun. Das Wasser läuft regelmäßig durch einen Brunnen. Es sind alle Bäume genau in Reihe gepflanzt und das Ganze ist eingefärscht hier und eingerahmt von den beiden zivilisierten Kontinenten der damaligen Zeit, links Europa und rechts Asien, was also auf diese zivilisierte Funktion da hinweist. Und ich meine selbstverständlich, der Hortus Conclusus ist im Jenseits, aber man will sich doch den Hortus Conclusus möglichst schon ein bisschen auf die Erde holen. Das war die Vorstellung. Und diesen Hortus Conclusus sieht man in einem Garten der gleichen Zeit. Wenn ich jetzt weiter drücke, sieht man den im Garten von Mosigkau bei Dessau. Und es muss für die Menschen der damaligen Zeit, nach dem Dreißigjährigen Krieg, etwas Fabelhaftes gewesen sein, dass man plötzlich die Landschaft so in einer Ordnung gesehen hat, die jedes Jahr genau gleich ausgesehen hat. Es erforderte selbstverständlich Arbeit.
Einsatz des Menschen. Der Mensch musste sich dafür einsetzen, dass hinter diesen Beeten immer wieder die gleichen Pflanzen wuchsen, und dann sah das alles gleich aus. Die Linden im Hintergrund sind alle geschnitten, sie müssen in jedem Jahr geschnitten sein. Es gibt also im Herrenhäuser Garten, im großen Garten von Hannover, jedes Jahr den gleichen Landschaftseindruck, was nach dem ganzen Chaos des Mittelalters und des Dreißigjährigen Krieges etwas Sagenhaftes gewesen sein muss. Man hat nämlich diese Idee der Allee auch auf das platte Land übertragen. Und mit dieser Allee hat man verhindert, dass die Fuhrleute weiterhin links und rechts vom Weg abgewichen sind. Und man hat ihnen den Weg begrenzt. Man konnte also auf einer sehr viel größeren Fläche Ackerbau betreiben, bis an diese Bäume hin und bis an den daneben liegenden Straßengraben oder Weggraben, den man auch gemacht hat. Also man hat einerseits die Wege verbessert und man hat auf der anderen Seite darauf gesehen, dass viel intensiver auch Ackerbau betrieben wurde. Man hat das Land neu geordnet, man hat die mittelalterliche Flur oben und man hat die spätere Flur darunter. Das ist ein Beispiel, was immer wieder herangezogen wird von Albstedt, von verschiedenen Karten von 1855, wo man das schließlich gemacht hat. Und zwar hat man die schmalen Äcker, die ich Ihnen schon gezeigt habe, hat man aneinander gekoppelt und hat daraus Koppeln gemacht. Man nannte das Copulatio. Darunter verstehen wir heute was ganz anderes, aber das war damals klar. Man hat kleine Felder aneinander gekoppelt und eine Koppel hergestellt. Man hat die Gemeinheiten, die allgemein als Allmende genutzt werden konnte, die hat man aufgeteilt und hat die Gemeinheitsteilung durchgeführt und koppelähnliche Feldstücke hergestellt. Aber der Sinn von Verkoppelung ist erstmal, dass man kleine Äcker aneinander gefügt hat. Und das ist das Resultat. Man hat große Koppeln hierbei hervorgerufen, auf denen man sehr viel intensiveren Ackerbau betreiben konnte. Man hat also diese Reformen gemacht. Man kann aber nicht schmale Äcker und breite Äcker an der gleichen Stelle haben. Man muss sich entscheiden. Entweder ich mache die Innovation oder ich mache es nicht. Und in der Zeit hat man sich auch über den forstlichen Nachhaltigkeitsbegriff das erste Mal Gedanken gemacht. Hans Karl von Karlowitz, 1713, hat gesagt, man darf einem Wald nur so viel Holz entnehmen, wie gleichzeitig nachwächst. Das kommt alles hier eigentlich in einem System zueinander. Und man kann auch sehen, dass man aufgeforstet hat. Sie sehen nämlich unter diesen Bäumen die mittelalterlichen Äcker, diese gewölbten Formen, und man hat die Bäume da drauf gepflanzt. Man hat also seitdem darauf gesehen, dass es mehr Wälder gab und man hat nachhaltige Waldnutzung betrieben. Das ist im 18. Jahrhundert aufgebaut worden. Vielfach sind die Wälder aber erst im 19. Jahrhundert gepflanzt worden. Aber die Absicht bestand auch schon im 18. Jahrhundert, damit man mehr Holz hat, damit man auch für die künftigen Generationen mehr Holz hat, wie Gro Harlem Brundtland das ausgedrückt hat. Aber im Grunde genommen meinte sie das Gleiche wie Hans Karl von Karlowitz: Man darf einem Wald nur so viel Holz entnehmen, wie gleichzeitig nachwächst. So ist das ungefähr geschrieben worden. Man kann die Zitate tatsächlich finden. Sie sind da und das haben verschiedene Leute dann auch aufgegriffen. Man sieht, dass es zu einer neuen Phase in unserem Pollendiagramm kommt. Man sieht, dass auf der rechten Seite sehr viel mehr Getreide angebaut wird. Und man sieht auf der linken Seite, dass es eine erneute Zunahme des Nadelholzes gibt. Kiefer, Fichte in anderen Regionen kann man auch sehen. Man hat also aufgeforstet. Das ist nur ein kleiner Abschnitt, die letzten 200 Jahre dieses Pollendiagramms, was 10.000 Jahre umfasst. Deswegen ist das dort ziemlich kurz nur zu sehen. Und bei diesem Landreformsystem, wo man sich sehr darum bemüht hat, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, einer alten Weisheit des Horaz zufolge, es war nicht nur hässlich, sondern es musste auch schön sein, hat man sich darauf geworfen, dass man nur noch intensiviert hat. Man hat also nicht nur die Landreformen und dann die Industrialisierung als Folge davon gehabt, die erstmal gar nicht so ganz schlimm gewesen ist, aber ohne Landreform hätte die Industrialisierung nicht stattfinden können. Das wurde altmodisch und die Intensivierung kam da drauf. Man hat die Felder immer größer gemacht. Also man hat die Industrialisierung, hier ein Blick auf Stuttgart, das ist besonders gut, weil man von oben her so eine Industriestadt sehen kann. Und man hat die landwirtschaftlichen Flächen sehr stark vergrößert, sieht toll aus, so ein Weizenfeld.
Im Hintergrund ist der Brocken zu sehen, sonst könnte dieses Bild an jedem Punkt der Erde aufgenommen sein. Aber es ist in Niedersachsen aufgenommen, man sieht auch die Schlote von Salzgitter. Aber man sieht hier, dass das doch sehr stark intensiviert worden ist. Problematisch wird das im Winter, wenn diese Fläche frei liegt, dann kann es nämlich dazu kommen, dass dieses ganz feine Material vom Wind aufgenommen wird und verweht wird. Das Bild ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen worden, genauso wie dieses Bild, was ich aus dem Internet habe. Es gab nämlich wegen dieser Sache den schwersten Verkehrsunfall, den es in Mecklenburg-Vorpommern je gegeben hat, mit 8 Toten. Im Frühjahr vor 4 Jahren ungefähr war das, weil nämlich eine Wolke von Bodenerosion über die Autobahn geflogen ist und die Autofahrer plötzlich nichts mehr gesehen haben und es eine Massenkarambolage gab. Und Sie sehen die Ursache davon ganz klar. Man sieht die riesigen Felder und man sieht, dass nicht mal an der Autobahn eine kleine Hecke ist als Windschutz. Es kann dieses alles über die Autobahn drüber ziehen und man sieht negative Folgen davon und man muss sich dringend darüber Gedanken machen, dass wir vielleicht ein neues Landnutzungssystem brauchen, denn so kann es nicht weitergehen. So kann es mit dem Maisanbau auch nicht weitergehen. Der Mais wächst sehr spät im Jahr erst in die Höhe und dann kann es zu massiver Bodenerosion kommen, denn unglücklicherweise haben wir im Mai und Juni normalerweise die meisten Niederschläge im Jahr, bloß dieses Jahr nicht, aber sonst so im statistischen Mittel gesehen haben wir die meisten Niederschläge im Mai und Juni und dann werden diese Maisfelder hier so abgeschwemmt. Der Mais wächst dann wieder in die Höhe, aber das Problem ist, dass die Humusbestandteile aus dem Boden alle abgeschwemmt sind, denn im Vordergrund befand sich mal der Straßengraben, der wurde dann freigeräumt und aber dann war alles wieder gut, aber es ist nicht alles wieder gut, weil nämlich sehr viele Mineralstoffe und der Humus weg war. Auf der anderen Seite werden heute sehr viele landwirtschaftliche Flächen aufgegeben. Man sieht hier noch die Strukturen rechts, man kann sagen eine historische Kulturlandschaft. Dort waren mal Weinberge und diese Weinberge sind aufgelassen worden, wahrscheinlich weil der Wein nach Essig schmeckte. Und dann ist das Gelände beweidet worden, dann haben sich hier Orchideen ausgebreitet, dann hat man das unter Naturschutz gestellt, dann hat man nicht mehr beweidet und dann haben sich diese Büsche hier ausbreiten können und dieses Gelände ist seitdem ziemlich zugewachsen und hat auch keine Orchideen mehr. Man muss also zu einer neuen Strategie kommen. Und man kann sich jetzt vorstellen, wir bauen ein neues Landnutzungssystem auf, wo man sich Gedanken macht, was hat man hier eigentlich in einem solchen Bild. Man hat eine hohe Diversität an landschaftlichen Strukturen, an Lebewesen. Man hat eine Idee von Natur, man hat aber auch eine Realität, eine Kultur dieser Landschaft und man nutzt Naturprozesse. Man nutzt das Wachstum der Bäume, man nutzt das Wachstum der Früchte, man nutzt das Wachstum des Grases. Alles Mögliche und es kommen ja alle möglichen Vögel drin vor, die selbstverständlich auch wachsen können, die hier ihre Vogelnester drin haben. Alles das ist hier. Es ist eine schöne Landschaft. Man mag das gerne. Aber man kann diese Landschaft eigentlich nicht durch einen Naturschutz bewahren, wo man sagt, man setzt sich für eine Wildnis ein. Man lässt das ja nicht verwildern, eine solche Landschaft, sondern man nutzt sie weiterhin und sorgt auf die Art und Weise für die Biodiversität und auch für eine Nachhaltigkeit an Biodiversität. Man könnte sich auch entscheiden, darf man auch, wir wollen eine Nachhaltigkeit des Wandels haben, dann geht diese Landschaft aber kaputt. Und es setzt sich hier ein dynamischer Prozess durch. Wir dürfen das beides tun, aber es spricht vieles dafür, dass man sagt, man nutzt das weiter und bleibt dabei bei dieser Landschaft. Wir haben also die Wahl, entweder die Landschaft zu pflegen, dann bleibt die Biodiversität und die Schönheit erhalten. Oder wir fordern hier die Wildnis, dann bleiben Biodiversität und Strukturen der Landschaft nicht erhalten, dann setzt sich hier der Wald durch. Oder wir intensivieren die Nutzung, hauen die ganzen Bäume ab und machen einen Maisacker daraus. Dann wird die Biodiversität, dann werden die Strukturen natürlich ebenfalls beseitigt. Das haben wir alles in der Hand, das können wir ja alles machen. Und wir können alles mit dem Begriff Nachhaltigkeit belegen. Auch das muss man sagen. Es wäre aber vernünftig, wenn wir sagen, wir pflegen die Landschaft, dann bleibt die Biodiversität erhalten und wir nutzen das gleichzeitig und wir fördern die Pflege durch den Bauern in Kombination
Und wir haben damit eine Akzeptanz geschaffen für Landschaft und für Landwirtschaft. Und das halte ich für sehr bedenkenswert, dass man sagt, man nutzt diese Landschaft und schafft den Landwirten auf die Art und Weise ein Grundeinkommen und ihre Früchte und ihr Obst und ihr Gras können sie zusätzlich noch vermarkten. Das ist dann ihr wirtschaftlicher Anteil, aber das andere ist staatlich gefördert. Und wir können über Nachhaltigkeit als Ziel nachdenken. Wir müssen Nachhaltigkeit als Ziel formulieren, weil die Natur nicht nachhaltig ist. Es hängt also von uns ab, dass wir die Nachhaltigkeit formulieren. Und wir können das hier als Weg sehen und auch in dem Projekt sitzt man ja an mehreren von diesen Grenzen, die überwunden worden sind. Jede Grenze des Wachstums wird durch eine Form von Nachhaltigkeit oder die Absicht zur Nachhaltigkeit überwunden. Ob man damit die Nachhaltigkeit immer schafft, ist noch eine weitere Frage. Und im Projekt, Frau Mack und ich haben da verschiedentlich drüber gesprochen, dann ist es eigentlich doch so, dass man sagen muss, und auch das ist eine Idee des 18. Jahrhunderts, wir wollen, dass die Menschen alle besser leben können. Das sind Ideen, die man so bei Adam Smith finden kann, der gesagt hat, je größer der Markt, desto größer der Wohlstand für alle. Das ist eine wirtschaftliche Theorie, die man hier sagen kann. Und vielleicht ist das doch am ehesten, wo wir unsere Nachhaltigkeit damit umschreiben können. Mit Natur geht es nicht, aber vielleicht geht es mit dieser wirtschaftlichen Absicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus